Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Disney Dreamlight Valley. Ja, Sully guckt schon ein bisschen bedoppelt im Hintergrund. Vielleicht ist es deswegen, weil wir jetzt eine letzte Quest haben. Komm mal da raus, Sully, weil in dem Beet kann ich dich nicht wirklich ansprechen. Hey, Gameplayerin, ich habe über ein ziemlich lustiges Projekt nachgedacht. Es wäre toll, wenn du mitmachen würdest. Ich kann es kaum erwarten, von deinem neuen Projekt zu hören. Welchen Kurs unterrichtest du diesmal? Nö, kein Kurs. Es ist eine Schnitzeljagd und ich könnte deine Hilfe bei der Organisation gebrauchen. Es wäre mir ein Vergnügen. Danke, Gameplayerin. Und danke für die Begeisterung. Ich dachte an einige Dorfbewohner, die den Eindruck machen, als seien sie jung geblieben. Kannst du sie für mich fragen, während ich die restlichen Hinweise verstecke? Klar, an wen hast du gedacht? Stitch, Vanellope, Olaf und Donald. Was? Sagt das aber nicht Mutter Gothel. Donald scheint eine komische Wahl zu sein, aber im Herzen sind wir alle Kinder. Ja, das dachte ich auch. Jemand, der während der Jagd schnell die Nerven verliert, könnte hilfreich sein. Dann wissen wir sofort, ob es zu anstrengend ist. Du kannst Donald einladen, wenn du willst. Ich vertraue deinem Urteil. Na gut, ich werde unsere Schnitzeljäger rekrutieren. Danke, Gameplayerin. Okay, also Stitch, Olaf, Vanellope und Donald. Den nehmen wir natürlich auch. Klar, wenn er nicht am Schlafen ist, heißt das. Weil wir haben ja schon Nacht 10. Und Mini schläft immer noch. Ah, er ist unten am Strand. Nicht weglaufen, nicht weglaufen. Donald, Donald. Da ist er. Bleib stehen. Oh Mann, wenn das nicht Gameplayerin ist. Unsere Dorfbewohnerin des Monats. Hallo Donald. Sully möchte dich zu einer Schnitzeljagd einladen, die er organisiert. Du versuchst dich wieder bei mir beliebt zu machen, was? Wer sind die anderen Teilnehmer? Also, da wären Vanellope, Stitch, Olaf und du. Was? Hält Sully mich für ein Kind? Heißt das, dass du nicht mitmachen willst? Nein, will ich nicht. Es wäre den anderen gegenüber nicht fair. Hast du Angst, dass Vanellope dich schlägt? Ach, mach dich nicht lächerlich. Ich will nur nicht, dass sie traurig ist, wenn ich gewinne. Aber die Synchronisation läuft mir heute leider nicht so flüssig von den Lippen, wie es eigentlich sein sollte. Aber meine Stimme ist ein bisschen... Ich glaube, ich habe heute Morgen ein bisschen zu viel gesungen im Auto. Ein bisschen zu laut. Was grundsätzlich nicht das Problem ist, auch nicht am frühen Morgen, aber da meine Stimme sowieso ein bisschen im Eimer war, ja, kann das sein, dass das nicht ganz so toll war. Jetzt rennt er weg. Hallo Stitch, bleibst du mal stehen? Ich laufe hier wegen dir hier rum. Bleib mal stehen. Jetzt. Akata, Stitch helfen Gameplayerin heute? Ja, Sully organisiert eine Schnitzeljagd und möchte, dass du mitmachst. Würde dir das gefallen? Ah, Stitch mag das so sehr. Stitch will Kokoskuchen. Ja, sehr schön. Olaf und Vanellope fehlen noch. Olaf kommt gerade unten angeschlichen. Olaf, halt, stopp bei Fuß. Wo bist du? Da. Schnuppert wieder an den Blumen. Keine Zeit, Scar. Gesundheit. Oh, hallo. Hallo, Gameplayerin. Ich habe Goofy gerade geholfen, seine stinkende Schuhsammlung aufzuräumen. Welche lustigen und aufregenden Dinge machst du heute? Sully organisiert eine Schnitzeljagd und... Er will, dass ich helfe. Absolut. Nicht ganz, Olaf. Er will, dass du mitmachst. Wirklich? Ich wollte schon immer mal an einer Schnitzeljagd teilnehmen. Ich freue mich so sehr, dass er an mich gedacht hat. Sag Sully ganz lieb Danke. Guten Morgen, helle, große, wunderschöne Welt. Sully, ich soll dir ganz lieb Danke sagen. So, Vanellope, du warst eben noch wach. Sei bitte immer noch wach. Das Problem ist, sie schläft ja gerne tagsüber. Ach, da oben ist sie. Halt, stopp! Nicht weglaufen, ich komme gerade. Schnell, komm her! Sonst kommen wir zu spät. Nicht weglaufen. Ich sag nicht weglaufen und die rennt noch weiter Danke weg von mir. Danke für deinen Besuch. Die sieht mich untrennt weg. Das ist ja wie im wahren Leben. Wow! Wozu die Eile, Gameplayerin? Sully organisiert eine Schnitzeljagd und möchte, dass du mitmachst. Es könnte spaßig für dich sein. Oh. Warte mal kurz. Heißt das, es gibt ein Rennen im Dorf und ich bin eingeladen? Ich bin am Start. Jo.
Geh in Sullys Haus, um die Schnitzeljagd zu starten. Okay, dann rede nicht mit Sully. So, einmal... Achso, nee, das will ich nicht markieren. Ich wollte eigentlich gerade hinreisen. Aber ich glaube, das hat nicht so gut funktioniert. Kann mal einer... Ja, die will ich eigentlich gerade nicht streicheln. Ich würde sagen, kann mal einer das Ding hier wegmachen, damit man hier auch laufen kann. So, hier. Oh, ist das geil. Dieses Arcade-Ding ist immer noch da. Cool. Man sieht sich. Wie man sieht sich. Das heißt, hallo. Das war toll. Nun zurück zu... Ich weiß es nicht. Okay, Mitspieler. Hier sind die Regeln. Ich habe überall im Tal Hinweise versteckt. Einer führt zum nächsten, bis ihr etwas findet, das euch sagt, dass ihr zu mir zurückkommen sollt. Aha. Der Erste, der mir den Beweis bringt, dass er die Schnitzeljagd beendet hat, gewinnt. Können die Hinweise unsere Freunde sein? Ob die Hinweise deine Freunde sein können? Nein, es sind Papierstückchen, Olaf. Du kannst dich nicht mit ihnen anfreunden. Eigentlich habe ich viele Papierstücke, die meine Freunde sind. Meine Lieblingsbücher. Ich verstehe. Wie auch immer, hier kommt der erste Hinweis. In königlichen Hallen mit vielen Türen findest du, was du suchst. Nur zu. Ich lebe einfach meinen Traum. Ah. Wow, und alle stehen doch hier und keiner hat das verstanden. Königliche Hallen wird wahrscheinlich das Schloss sein, oder nicht? Hey Gameplayerin, danke, dass du die Teilnehmer für mich gefragt hast. Ich bin froh, dass so viele mitmachen. Und nun zu deiner Rolle in diesem Spiel. Kannst du den Dorfbewohnern helfen, wenn sie bei der Suche nach dem nächsten Hinweis nicht weiterkommen? Ich darf doch mitmachen. Und ich war schon traurig, ehrlich gesagt. Heißt das, ich bekomme alle Antworten? Auf keinen Fall. Das würde doch keinen Spaß machen. Ich möchte, dass du ihnen hilfst, indem du es mit ihnen zusammen herausfindest. Ich darf also auch mitmachen. Ich liebe es. Ich bin froh, dass du dabei bist. Oh, und nun okay. Viel Glück und viel Spaß beim Suchen. Guten Morgen. Oh, die Pflicht ruft. Muss ich mit euch sprechen oder kann ich einfach gehen zu dem königlichen Ort mit vielen Türen? Ich gehe jetzt ins Badezimmer. Nein, ich sag mal, kommen die mir jetzt alle hinterher? Nee, nur Stitch anscheinend. Moment, falsche Richtung. Ich sag mal, das ist ja... Eigentlich können wir mal eben dahin porten. Das sind zwar nur 3 Meter, aber... Ich porte jetzt trotzdem hin. Ist vielleicht nicht ganz so umweltschonend, aber egal. Ja, habe ich ja eben schon gesagt, königlicher Ort mit vielen Türen. Da kann ja eigentlich nur hier, ne, der Palast gemeint sein. Schon haben wir den ersten Ahnungslosen. Oh gut, du bist hier. Oh, hast du dich auch verlaufen, Gameplayerin? Nein, ich bin hier, um dir zu helfen. Und es sieht so aus, als hättest du das nötig. Vielleicht kann ich dir helfen, den nächsten Hinweis zu finden, wenn du mir von dem erzählst, was du gefunden hast. Dankeschön. Okay, hier ist der Hinweis. Gut platziert und stets gewollt, such beim Zauberlehrling aus Gold. Tja, also der einzige Zauberlehrling, den ich kenne, der steht, glaube ich, hier drin. Hier ist auch was... Das sind aber nicht unsere Hinweise hier, oder? Was ist denn hier so im Leuchten? Nein! Ach, Sully! Mann! Zerfleddertes Buch. Ach so, das sind wieder diese Bücher. Ja, ja, okay. Ach nee, Zauberlehrling aus... Quatsch, ich weiß. Geht doch mal da weg, Mann. Du bist so breit, da kümmern wir nicht drumherum. Da ist doch oben noch ein Brunnen mit Mickey Maus. Genau. Ich glaube, das, was dann in der Hand hat. Hat er das in meiner Hand gehabt, dieses Herz? Oder Edelstein oder was das ist? Ich bin mir nicht sicher. Edelstein ist das, glaube ich. Nee, ein Herz. Olaf? Nee, ich habe ihn hier. Na. Bring den Hinweis zu Olaf. Ach so, ja. Warum kommt der denn nicht einfach mit, die faule Socke? Olaf, wo bist du jetzt hängen geblieben? Er ist aber nicht mehr hier unten. Hä? Ist der jetzt hier drin? Ah, da kommt er. Eben hat man kein Symbol gesehen. Jetzt auf einmal ist er da. Komisch. Naja, egal. Wow, danke, Gameplayerin. Es ist mir eine Freude. Ich bin sicher, du hättest es auch herausgefunden, genau.
Oh, ich bin gespannt, was der Hinweis ist. Geh unter den Wasserfall, bevor du Angst hast überall. Geh unter den Wasserfall. Ich bin jetzt am Überlegen. Die Höhle mit den Edelsteinen? Ist sie unter dem Wasserfall? Oh, ich weiß, wo das ist. Aber ich denke, ich bleibe hier und genieße das Schloss noch ein wenig. Es ist so schön. Auf Wiedersehen. Ja, genießt du mal das Schloss. Die Letzten werden die Ersten sein, oder wie war das nochmal? Nun gut, und hier draußen wieder so richtig tolles Wetter. Aber hier... Moment, hier ist ein Wasserfall. Das auf jeden Fall. Aber hier, das ist doch kein Wasserfall, oder? Das ist doch ein Wasserfall. Na gut. Dann finden wir direkt Stitch. Was? Ogatapa. Stitch verlaufen. Gameplayerin auch verlaufen? Ja, leider. Ich verliere nie die Orientierung. Kann Gameplayerin Stitch helfen, da nicht verlaufen? Stitch hat Hinweis gefunden. Unter der Erde ist ein plätscherndes Gewässer. Schnell, wirf deinen Haken aus. Vielleicht wird es besser. Also, dass man angeln muss, das verstehe ich jetzt. Unter der Erde würde ich jetzt fast sagen, dass hiermit die Höhle gemeint ist. Wäre auch logisch, weil bei Olaf mussten wir ja auch suchen. Aber hier gibt es doch nirgendwo einen Platz, wo man angeln kann, oder? Wirf deinen Haken aus, vielleicht wird's besser. Vielleicht hilft Stitch Freund Donald Stitch und Gameplayerin. Ich habe Donald gefragt, ob er mitmachen will. Er wollte nicht. Oh, nächste Mal Stitch ihn fragen. Ich schaue mich nach dem 5. Hinweis um. Oh. Okidaka. Wiedersehen. Aloha. Aloha. Also hier... Aber hier kann man die Angel nicht auswerfen, oder? Das ist jetzt in der Tat ein bisschen kompliziert. Also die anderen Sachen waren ja jetzt nicht schwer. Grundsätzlich weiß ich auch, was ich machen muss. Oh, warte mal. Da links ist gerade was Goldenes. Kommt man da... Kommt man da irgendwie hin? Soll ich denn da drankommen? Nee. Alter Schwede. Da muss mal einer drauf kommen. Wenn das neben dem Wasser ist und man noch nicht mal sehen kann, so richtig, wenn das neben dem Wasser ist, dass man das da rausangeln kann. Ach du Schande. Okay. Aber wir haben es gefunden. Gameplayerin zurück. Ich würde dich nie im Stich lassen. Taka, du und Stitch, Freunde. Sag mir Hinweis. Okay, dieser Hinweis ist eine Art Lückentext. Hoffentlich ist dein Gemüse frisch wie nie, wenn du einen Besuch wagst im... Das war's, du musst die Lücke ausfüllen. Nie... Oh Gott, hoffentlich ist dein Gemüse frisch wie nie, wenn du einen Besuch wagst im... Mimimi, keine Ahnung. Das reimt sich auf nie. Okidaka, Stitch weiß wo. Taka Gameplayerin. Stitch ist gut, danke. Okay, gerne. Kannst du mir dann auch sagen, wo ich hin muss? Achso, steht noch da oben drin. Hoffentlich, ja, ich sollte nicht lesen und laufen. Hoffentlich ist dein Gemüse frisch wie nie, wenn du einen Besuch wagst im Jeremie. Ah, ganz so doof bin ich doch nicht. Nur manchmal. Ich denke die ganze Zeit Gemüse. Wo kann ich denn Gemüse anpflanzen? Ja, ich habe natürlich nicht dran gedacht, dass die Essen meinen. Okay, du bist schon mal hier. Kurz vor der Ziellinie. Was für ein Reinfall. Kann ich etwas für dich tun?
Ich weiß nur, dass der letzte Hinweis für die Schnitzeljagd ist. Hier steht, mein Geheimnis kann nur gelüftet werden, wenn ich mit einer kraftvollen Zitrusfrucht köchel. Kraftvollen Zitrusfrucht? Meine jetzt Zitrone oder was? Ich schätze, du nimmst den letzten Hinweis und fügst eine Art Obst hinzu? Aber ich bin mir nicht sicher, was es mit dem Köcheln auf sich hat. Hier, versuch mal. Vielleicht findest du es ja heraus. Danke, Kumpel. Okay. Ich habe jetzt nichts verstanden, ehrlich gesagt. Komm, aktualisier das mal. Köchel den letzten Hinweis mit einer Sonnenfrucht, die eine Uhr antreibt. Ja, das ist dann Zitrone. Das ist ja eindeutig. Aber wieso soll ich... Soll ich jetzt nur eine Zitrone machen oder Zitrone und das Rezept? Kann man hier auch nicht sehen, ne? Aber ich kann doch das Rezept jetzt gar nicht... Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ich kann... Ach doch, das ist hier drin. Oh, bitte sag mir, dass man das nicht kaputt machen kann. Wo ist die Zitrone? Bitte sag mir, dass das jetzt richtig ist. Entschlüsselter letzter Hinweis. Oh, danke schön. Es war ja nicht schwer, aber ich habe gerade so Panik gehabt, dass ich jetzt doch irgendwas falsch mache und das Rezept dann weg ist, ne? Also der Hinweis, also nicht das Rezept. Oh mein Gott. Okay. Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Wow, du hast es geschafft, Gameplayerin. Ich bin beeindruckt. Ja, du musst nur diesen entschlüsselten letzten Hinweis zu Sully bringen. Dann gewinnst du. Machst du Witze? Du sollst diejenige sein, die das macht. Seien wir ehrlich, Gameplayerin. Ohne dich hätte ich die Schnitzeljagd nicht geschafft. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es bei den anderen genauso ist. Also hier, du hast gewonnen. Geh zu Sully. Wow, das bin ich von ihr gar nicht so gewohnt. Du bist zu süß. Yeah. Ich weiß. Jetzt geh schon. Yeah, so langsam wird sie mir dann doch sympathisch. Bis bald. Ja, Sully, bitteschön. Oh. Hallo, Gameplayerin. Also, wo ist der Gewinner? Vanellope findet, dass ich diejenige sein sollte, die gewinnt. Und sie hat recht. Ist sie nicht nett? Ja, sie ist ein tolles Kind. Und da hat sie recht. Sowohl Stitch als auch Olaf haben mir gesagt, dass du eine große Hilfe warst. Also, herzlichen Glückwunsch, Gameplayerin. Du hast die Schnitzeljagd gewonnen. Habe ich irgendetwas gewonnen? Wow, danke. Das war zu einfach. Ja, das stimmt schon. Auch wenn ich erstmal nicht auf das Jeremie gekommen bin, ja. Hey, du hast es dir verdient. Und die drei scheinen sich gut zu amüsieren. Ja, das ist die Hauptsache, ne? Ich glaube, sie arbeiten gerade an einem handwerklichen Projekt. Vanellope sagte, es sei streng geheim, aber könntest du sie fragen? Zwischen ihr und Stitch könnte es um Handwerk oder eine Katastrophe gehen. Ja, ich frag sie. Aber ich stelle mich ein bisschen so hin, dass ich das besser... So. Hallo! Hey, Gameplayerin! Super, dass du es bist! Ich hatte schon Angst, Sully würde helfen wollen und damit die Überraschung verderben. Als Dankeschön für die Schnitzeljagd schenken wir ihm ein besonderes Geschenk. Eine Sully-Statue. Das ist eine tolle Idee. Oh! Oder? Uns fehlen noch ein paar Materialien. Es war mir so klar. Kannst du sie besorgen und zu Stitch bringen? Mm. Er will der Sully-Statue selbst den letzten Schliff verpassen. Hat das etwas mit seinem Bösometer zu tun? Das klingt nicht nach einem Level, das ich spielen möchte. Es ist kein... Weißt du was? Vergiss es. Was braucht ihr? Wir brauchen lila Blumen und Blaubeeren für den Farbstoff und gekochte Eier für die Augen. Danke. Gekochte Eier. Danke, Kumpel. Können wir gekochte Eier machen? Hat gekochte Eier doch, ne? Wenn wir einfach nur ein Ei reinwerfen, glaube ich. Wo habe ich denn die Eier? Ich meine, das ging. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass ich jetzt Spiegeleier gemacht habe. Aber wir brauchen zwei davon, hat sie gesagt. Machen wir noch einmal. So, dann brauchen wir Blaubeeren. Die können wir gerne nochmal zupfen.
und lila Blumen aus dem Valley. Ja, wenn ich jetzt meinen ganzen Vorrat nehme, ist das Mist. Es sei denn, ich habe irgendwelche lila Blumen, wo ich wirklich unheimlich viele von habe. Wo habe ich denn die Blaubeeren jetzt? Da hinten. Da pflücken wir dann direkt mal so viele, wie wir können. Was nicht viel ist, so wie es aussieht. Na dann vielen Dank. Obwohl, ja, doch, auf die 15 sind wir gerade noch gekommen. Okay, das reicht. Aber die lila Blumen, also da wären wir jetzt natürlich endlos lange unterwegs, wenn wir jetzt hier rumlaufen und die sammeln. Wobei, eine haben wir jetzt hier schon mal. Habe ich da gerade? Nee, das war nur so. Dann gucke ich mal eben. Aber das ist natürlich krass, ne? Also 25 sind das sogar insgesamt. Das heißt, wir brauchen noch 24 lila Blumen. Das ist schon heftig. So viele habe ich, glaube ich, bei keiner. Haben wir noch andere Blumen, die lila sind, wo ich vielleicht ein bisschen mehr von habe? Hier habe ich noch weniger. Ja, bei den anderen habe ich auch nicht viel mehr, ne? 12 brauchen wir noch. Moment, bist du auch lila? Ich habe hier lila und blau drin. Moment. Das passt aber nicht so ganz. So. Da habe ich auch nur 33. Ja. Ist jetzt wirklich blöd, weil ich natürlich jetzt nicht so viele davon gefarmt habe. Und bei meinem Glück braucht man da wieder unheimlich viele für irgendeine neue Quest nachher für. Aber gut, damit es jetzt nicht so lange dauert hier. Bringe die Materialien zu Stitch. Och, der ist doch schon wieder mit Vollgas nach oben am Laufen, um an mir vorbeizurennen. Stitch, warte. Oh, Christoph hat 2 Tage hintereinander schon Flaschen drin. Das finde ich nicht gut. Warum immer noch kein Silber? So, das und das. Ja, immer noch alles. Beides für dich. Zack. Bitteschön. Hallo. Taka, Gameplayerin. Stitch wird Sallys Statue bauen, dann Stitch bekommen zurück. Taka. Kann Gameplayerin Sallys Statue aufstellen im Tal? Wird gemacht. Das sieht mir aber eher nach einem Teddybären aus als nach einer Statue. Tut mir leid. Aber es sieht schon ganz süß aus. Ja, Moment, dann müssen wir das natürlich... Oh, guck mal. Dann nehmen wir hier direkt nochmal 2 neue lila Blumen mit, wenn wir schon mal hier rumlaufen. Wir haben ja jetzt keine mehr. So, hi Anna. Tschüss Anna. So, warte mal. Wie groß ist denn die? Nein, ach. Ja, ist natürlich dumm, dass jetzt weg... Oh, scheiße. Warum so viel Platz? Ja. Müssen wir wieder ein Bild mitmachen, oder was? Stell die jetzt mal hier. Die steht jetzt mitten im Weg, aber ist mir jetzt ehrlich gesagt egal. Ja, ja. Ja, doch. Wir müssen wieder ein Bild machen. So, alle mal schön lächeln. Ach, da gucke ich jetzt so bescheuert. Nein, jetzt darf ich keinem... Oder doch? Ja, komm. Ich will auch mal schön gucken. Tada. Jetzt gucke ich völlig in die falsche Richtung, aber egal. Ja, da lächel ich. Da lächel ich. Das nehme ich als Coverbild. Das ist in Ordnung. Und ein Foto habe ich auch noch gemacht. Sehr schön. Uff, ich kriege die Titelmelodie. Achso, das ist wieder normales Reden. Ich dachte, das hat damit zu tun. Hast du gesehen, Gameplayerin, was sie für mich gemacht haben? Das ist unglaublich. Und ich bin sicher, du hast ihnen geholfen, so wie du es mir bei all meinen Plänen geholfen hast. Die Monsterfilmnacht hat Spaß gemacht. Der Dorfbewohner des Monats war toll und Vanellope zu unterrichten war unglaublich. Die Schnitzeljagd war ein voller Erfolg und das haben wir zu einem großen Teil dir zu verdanken. Du machst dieses Tal zu einem großartigen Ort zum Leben. Und deshalb möchte ich, dass du das hier bekommst. Oh, ich habe das Monster auch bekommen. Du bist eine wahre Freundin und du kannst immer auf mich zählen, wann immer du mich brauchst.
Oh, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dankeschön, Sally. Juhu, da freue ich mich. Ich muss ganz weit weggehen, damit ich nicht die ganze Zeit zur Seite gucke. Ja, ihr Lieben, wie ihr schon an meiner unheimlich langen Liste sehen könnt, ist meine nächste Aufgabe jetzt erstmal Sully zu entsperren, weil der ist jetzt auf, ich weiß gar nicht, auf welchem Level der jetzt ist, können wir mal kurz nachgucken. Der ist jetzt auf Level 2, das heißt, ich müsste ihn noch entsperren für Level 3, glaube ich, um die nächste Aufgabe zu machen. Und dann war es ja, meine ich, bei 5 und 7 und 9 oder so. Ich bin mir gerade ehrlich gesagt nicht sicher. Auf jeden Fall haben wir mit ihm noch so 2, 3 Aufgaben, die wir noch machen können, sofern ich ihn denn gelevelt habe. Das werde ich jetzt heute erstmal noch nicht schaffen. Aber ich hoffe, dass ich das bis morgen spätestens hinkriege, sodass ich dann, bis dann die letzte Folge, also bis diese hier fertig ist und hochgeladen wurde, dass ich bis dahin dann auch wieder neue Folgen aufnehmen konnte. Kleine traurige Sache allerdings noch am Rande, dadurch, dass die Aufgabe mit Eve leider immer noch verbuggt ist und wie ihr sehen könnt, kann ich nichts anderes machen. Ich habe schon Leute unterwegs angesprochen, die tatsächlich Aufgabensymbole über sich drüber hatten, wie Merlin zum Beispiel. Und die haben mir immer gesagt, ich soll in der Story weiterkommen und kann erst dann mit ihnen sprechen. Ja, das heißt mit anderen Worten, wenn das nicht endlich mal von Disney repariert wird, dass dieser Bug weg ist mit dem Mülleimer-Übertopf, kann ich quasi gar nichts mehr machen. Also zumindest vom heutigen Standpunkt aus, weil wohl alles, was irgendwie weitergehend ist mit den Quests, an dieser Quest mit Merlin hängt und dementsprechend dann an dieser, sorry, scheiß Quest mit Eve hängt. Also die Quest ist natürlich nicht scheiße, aber dieser Bug, der regt mich seit 1,5 Monaten jetzt auf, mindestens. Und ja, das nur mal so am Rande. Aber wir haben natürlich erst noch die Mikey bzw. die Mike-Serie. Da werde ich mich drum kümmern, dass ich das Ganze freischalte. Und dann können wir das zumindest erstmal noch machen, die nächsten Folgen. Jetzt wird es ja ganz düster, jetzt fängt es ja an zu regnen und es sieht einfach nur noch eklig aus hier von den Farben her. Ich bin mal ganz schnell raus, stell mich mal irgendwo unter. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.